Eigentlich geht es um das Bundesland Hessen. Doch der Landtagswahl am Sonntag wird eine Bedeutung zugesprochen, die weit über Wiesbaden, Frankfurt oder Kassel hinausgeht. Denn ganz Deutschland blickt auf das, was die knapp 4,4 Millionen Wahlberechtigten in Hessen entscheiden werden. Je nachdem, wie es ausgeht, wird es entweder Debatten um die Zukunft von Frau Merkel in der CDU geben oder Debatten um Frau Nahles in der SPD, was aber in jedem Fall bedeutet, dass die Große Koalition wirklich in schweres Fahrwasser kommt. In jüngsten Umfragen kommt die CDU von Ministerpräsident Volker Bouffier, derzeit gemeinsam mit den Grünen in der Regierungsverantwortung, auf 26%. Das wären 12 Prozentpunkte weniger als vor 5 Jahren. Auch der SPD werden deutliche Verluste vorhergesagt. Während die Grünen um die beiden Spitzenkandidaten Priska Hinz und Tarek Al-Wazir in den Umfragen teils über 20% erhielten.